Heute sind wir offiziell in die Haushaltsverhandlungen als Parlament eingetreten. Wir haben im Haushalt folgende Schwerpunkte gesetzt. Erstens der soziale Zusammenhalt in Brandenburg. Da geht es um Leistungen Kita, Schule, da geht es auch um Frage Pflegegeld, da geht es auch um Frage Ehrenamt, um mal noch einige Beispiele zu sagen. Das Zweite ist, wir haben einen Schwerpunkt auf Investitionen gesetzt, sozialer Wohnungsbau, aber auch Straßenausbau, um mal zwei Beispiele zu sagen. Und drittens, wir haben auf eine innovative Wirtschaftspolitik gesetzt, indem wir die Frage Digitalisierung in der Wirtschaft mit zu einem Schwerpunkt gemacht haben. Insofern werden die parlamentarischen Beratungen jetzt zeigen, dass Herausforderungen im Land abgebildet werden, in dem Wissen darum, dass wir nicht alles lösen können. Aber wir werden deutlich machen, dass wir die Herausforderungen annehmen, ein modernes und vor allem auch soziales Brandenburg mit diesem Doppelhaushalt zu gestalten.